Es ist Zeit! Was für eine Zeit ist es? Richtig, es ist Geekbox-Zeit. Los geht's. Yo, hallo und herzlich willkommen. Ich habe eine neue Box bekommen. Yeah! My Geekbox, ich erwähne es gerne nochmal. Ich habe sie selbst bezahlt, ich erwähne es aber gerne, weil es ein gutes Angebot ist. Und zwar bekommt ihr zur Einführung von der MyGeekbox die letzten 12 Geekboxen, also die letzten 12 Monate, jeweils zum Preis von 13,99 €. Und eine ist dabei, ist die Doctor Who Collectors Edition. Und mindblowing. Die ist limitiert auf 1000 Stück und kauft euch die, solange sie noch da ist. Ich habe es gemacht, habe es nicht bereut. Mit dem ersten Item, was ich da rausgezogen habe, boah, ich war so weggeflasht hinterher. Ich war so aufgeregt, ich bin erstmal eine halbe Stunde durchs Haus gelaufen und habe jedem gezeigt, was ich so gekriegt habe. Genau, so viel dazu. Aber ich habe ein Video davon und das ist das letzte. Müsst ihr mal gucken in meiner Playlist, in meiner Videoliste. So, mein Geekbox hat mir die schöne MGB Zept Dark Sides. Es gab nur noch ein T-Shirt in der Größe M für Frauen. Das lässt sich nicht verhindern, wenn du die letzten 12 Geekboxen, also wenn das jetzt, also die stellen ja nichts Neues hier, übrigens hier mein cooles Unboxing-Messer. Ja, was total stumpf ist, so. Das ist echt nur zierlich. So, es knistert wahrscheinlich schön. Kam aus England, glaube ich, deswegen haben sie es in schwarz eingepackt. So, da ist sie. Diesmal nicht zugeklebt. Einfach gutes Stück. Zum Thema, was habe ich gesagt? Ich glaube, Darkside war das Thema. Ist die Box von. Ja, irgendwann letztes Jahr. Ist die Box von irgendwann letztes Jahr. Und ich bin gespannt, was drin ist. Und freue mich jetzt darauf, mit euch auszupacken. So. Ich stelle mal hier hin und dann greife ich einfach mal lose rein, wahllos, und habe eine Darth Vader Maske. Luke, ich bin deine Mutter. Quatsch, ich bin natürlich auch ein großer Star Wars Fan. Und ja gut, so eine Maske ist okay, sag ich mal. Ne? Ich weiß schon, wer die bekommt. Mein Neffe. Wenn er da Bock drauf hat, bekommt das mein Neffe. So, das T-Shirt ist eigentlich relativ unspannend, weil es mir nicht passt. Aber ich werde es verlosen. Also falls ihr da Interesse dran habt, aber nicht jetzt, sondern zu Weihnachten, werde ich ein paar Sachen verlosen. Und ich schätze mal ab dem 11. Dezember, aber ihr bekommt es dann erst nach Weihnachten, werde ich ein paar Sachen verlosen. Also falls ihr bis dahin Bock habt, meinen Kanal zu abonnieren oder allgemein meinen Kanal zu abonnieren, würde ich mich sehr freuen. So, das erste Item haben wir gehabt. Jetzt haben wir hier, oh geil, ach du Scheiße, eine der besten Serien, die ich persönlich kennengelernt habe, ist Breaking Bad und Say My Name, der Heisenberg als Kaffeebecher, als ziemlich schwerer Kaffeebecher, so kann man es gut sehen, und ich glaube, der ist sogar aus Porzellan. Mal sehen, ein offizielles Produkt der Breaking Bad Reihe. Und es ist ganz so ein Keramikbecher. Wir gucken mal rein. Oh Gott, es ist ein Keramikbecher, der ein Loch am Boden hat. Aber ich hoffe mal, das ist, weil es doppelwandig ist. Reingepustet. Ja, geil, ist ein schöner Becher. Also kannst du auch so gut draus trinken. Schön im Büro, ne? Wenn du im Büro arbeitest, dann einfach schön fett, buff. Da weiß gleich jeder, wer der Chef ist hier, wer das Crystal Meth verkauft. Wenn ich das Crystal Meth im Licht Prisma breche, oder wie heißt das noch? Ja, egal. Und da ist so ein schönes Dings dazu. Ich weiß gar nicht, wie. Also, sieht ein bisschen klein aus. Also, von, denke ich, ich würde mal sagen 0,3 oder so wird es bestimmt sein. Weil sonst lohnt sich dann nicht, einen Kaffee mitzunehmen, ne? Also, wenn es unter 0,3 ist, dann weiß ich nicht. Also, ich finde, dann lohnt sich das nicht. Aber hier. Schönes Ding. Ich glaube, Spülmaschine auch gut und so. Geiles Teil. Also, kann man machen. Für 13,99 €. Ich glaube, der Becher alleine kostet schon
13,99. Ich kriege jetzt bloß den Deckel gar nicht mehr richtig drauf. So. Ist ein bisschen auch der Hut von Heisenberg, ne? Sieht von Walter White. Der trägt ja auch immer diesen Hut, ne? Ist ganz geil gemacht. Ist ganz geil gemacht. Kann man machen. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ich habe die Box wahllos geholt. Ich wollte mich nicht spoilern lassen. Ich habe nicht irgendwie geguckt, ob es da eine Review zu gibt oder nicht. Einfach reingeguckt. Ah, schon wieder ein Comic dabei. Rook Trooper. One-Shot Special Edition. Ist das zu Star Wars oder? Scheint aber auch mit. Ist auch MyGeek Werbung drauf. Steht auch kein Preis drauf. Ist wahrscheinlich so ein Sonderdruck. Ist das jetzt Rook Trooper? Ich bin mir ja nicht sicher. Ist zu gar nichts, glaube ich. Also, wenn ich da falsch liege. Und das ist irgendwie Star Wars, aber es ist kein Star Wars. Ich würde sagen, es ist kein Star Wars und auch kein anderer, den ich kenne. Finde ich jetzt semi-geil, aber der Kaffeebecher, sag ich mal, für 13,99 ist okay. Also der Kaffeebecher ist schon ganz geil. Und dann hat man noch, ich hoffe, da kommt noch was. Da kommt auch noch was. Und zwar, oh geil, was ist das denn? Nein! Es sind Buntstifte. Mit Anspitzer und zwar nicht irgendwelche Buntstifte, sondern es ist ein, könnt ihr das sehen? Es ist ein Laserschwert drauf gedruckt. Star Wars, ein Star Wars Artikel mit Buntstiften und Anspitzer. Die nächste Einschulzeit kommt bestimmt, beziehungsweise das nächste Schuljahr kommt bestimmt. Und, oder allgemein zu Weihnachten zum Beispiel auch ganz geil zu verschenken. Gerade jetzt zum kommenden Star Wars Film. Ich schätze mal, die Box wird irgendwann. Vielleicht sogar im Dezember gewesen sein, obwohl Bad, ich glaube, das war ja Bad Guys oder so. Aber Star Wars ist zweimal drin. Kann sein, dass es vom Dezember ist, die Box. Oder vom DVD-Start. So, jetzt habe ich noch das T-Shirt. Wie gesagt, das ist leider eine Frauengröße. Nee, da ist noch was. Ja, ein paar Nerds. Adventure Time? Okay, lass mal das. In einem anderen Video. Guckt mal meine anderen Videos. Da ist Adventure Time dabei. Genau. Ja, was ist das? Ist ein kleines M. Ist das. Das ist der, das ist doch dieser Symbiont von Spider-Man. Das ist der Symbiont von Spider-Man. Also, Mädels, falls das ein Mädel sieht und die Größe M hat und das T-Shirt im Dezember haben möchte, dann abonniere meinen Kanal und bleib auf dem Laufenden. Wenn ich ein paar Sachen verschenke, also beziehungsweise verlose, da wird dieses T-Shirt auch dabei sein. Weil es das nur noch in M gab. Was können wir mal rein? Leerer als mein Kühlschrank. So. Da ist sie. Nee, letztes Mal war es irgendwie besser mit dem. Egal. So, was haben wir gekriegt? Was haben wir gekriegt für 13,99? Hammerpreis. Das ist die, was habe ich gesagt? Die Darkside Box, also wird wahrscheinlich doch irgendwas mit Star Wars zu tun haben. Wir haben Star Wars Buntstifte gekriegt. Ich würde sagen, 5 € kosten die bestimmt. Den Heisenberg mit Porzellanbecher, Original Sony Pictures Produkt, mit Heisenberg drauf, sein Hut, Silikon, Deckel. Würde sagen auch 10 € mindestens. Und da haben wir schon die Box raus. Ja gut, die Maske, ich würde sagen, die kriegst du beim Euroladen. Also, die ist jetzt auch nicht besonders hochwertig. Muss man echt sagen. Das ist wirklich fast ein No-Go, das als Item zu geben. Also da waren die Nerds ja noch. Ich glaube, da waren die Nerds noch teurer als diese Maske. Also ehrlich, das waren, also ich glaube, die Nerds sind teurer als die Nerds sind teurer als die Maske. So, kann man das so sehen, so. Ich sage ja, es wird genördet hier. So. Genördet und genördet. So. Also so hast du schon längst die Box raus und so ein, ja, ich weiß nicht, heißt der Vanish? Garbage, Vanish? Das T-Shirt für Ladies in Größe M. Ja, bestimmt ein Zehner. Kann man auch sagen, Zehner. Dann bist du schon locker bei 26 und natürlich noch dieses blöde Comic hier. Muss ich sagen, fetzt mich nicht so wirklich. Fetzt mich überhaupt nicht. Aber okay, kann man machen.
Ne? Kann man reinschmeißen. 20 Euro hätte ich gesagt, na, vielleicht nächstes Mal besser, aber für 13,99 allein schon wegen dem Becher und den Buntstiften auf jeden Fall. Gut, hinterlasst mir einen Kommentar, Daumen nach oben, Daumen nach unten, ein Adventure Time in die Kommentare. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr Bock habt, dass ihr noch ein bisschen mehr sehen wollt. Jetzt auch demnächst Futterboxen. Ich freue mich drauf. Und ein paar Funko Pops habe ich noch bestellt. Die kommen auch noch demnächst. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis denn.